Willkommen zum ersten Basic-Video über die binomischen Formeln. Was erwartet dich in diesem Video? Richtig, nach diesem Video wirst du verstehen, wie man die erste der drei binomischen Formeln richtig anwendet. Zur Erinnerung, so sieht die erste binomische Formel aus. Kreis plus Kästchen zum Quadrat ist gleich Kreis zum Quadrat plus 2 mal Kreis mal Kästchen plus Kästchen zum Quadrat. Zur Erinnerung, der Kreis und das Kästchen stehen hier für beliebige Monome. Wir sehen uns das Ganze einmal bei einer Aufgabe an. Wir möchten 4a plus 5r zum Quadrat berechnen. Weil hier eine Addition verlangt wird, hier also ein Plus steht, benötigen wir die erste der drei binomischen Formeln. Wir markieren zunächst, was unser Kreis und was unser Kästchen ist. Um 4a machen wir einen Kreis, um 5r ein Kästchen. Nun denken wir an die erste binomische Formel. Beim Ergebnis steht zunächst der Kreis zum Quadrat, dann 2 mal Kreis mal Kästchen und zum Schluss noch plus Kästchen zum Quadrat. Nun setzen wir überall, wo im Ergebnis ein Kreis steht, auch unseren Kreis ein, nämlich 4a. Wichtig dabei ist, dass der gesamte Inhalt des Kreises zum Quadrat genommen wird, weshalb wir zu Beginn auch eine Klammer um 4a machen müssen. Dasselbe machen wir nun mit dem Kästchen. Wir setzen im Ergebnis überall 5r ein und machen am Ende wieder die Klammer. Nun müssen wir noch die Klammern auflösen und multiplizieren. 4a zum Quadrat sind 16a Quadrat, 2 mal 4 ist 8, mal 5 sind 40ar, plus 5 mal r zum Quadrat sind 25r Quadrat. Wir sind fertig. Versuche nun selbst die folgende Aufgabe zu lösen, indem du im Video kurz auf Pause drückst und erst dann weiterschaust, wenn du die Aufgabe gelöst hast. 7x plus 2y zum Quadrat. So, wollen wir mal sehen, ob du richtig gerechnet hast. Unser Kreis sind 7x, unser Kästchen ist 2y. Die binomische Formel lautet Kreis zum Quadrat plus 2 mal Kreis mal Kästchen plus Kästchen zum Quadrat. Die Kreise und die Kästchen werden eingesetzt und das Ergebnis lautet 49x² plus 28xy plus 4y². Und, hast du richtig gerechnet? Falls du einen Fehler gemacht hast, nicht verzagen, Fehler sind ein wichtiger Teil des Lernprozesses und dürfen passieren. Wichtig ist, dass du aus deinen Fehlern lernst. Um zu erfahren, wie man Aufgaben mit der zweiten binomischen Formel rechnet, sieh dir das zweite Basic-Video in diesem Lernzyklus an.